Jo Moin, im heutigen Video gibt's das große Global Tournament Finale. Wir versuchen live in die Top 10 der Welt zu pushen. Es waren unfassbare Games dabei. Wir waren bis zu 2700 Zuschauer live im Stream. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Heute wird's den nächsten Clash Royale Livestream geben, ca. 19.30 Uhr. Wir sind gerade Platz 49 in Ladder. Wir wollen auf Platz 1 der Welt. Schalt auf jeden Fall gerne ein. Twitching ist in der Videobeschreibung, auch in den Kommentaren angepinnt. Denk an Creator Good Morning im Shop, um mich kostenlos zu supporten. Freut mich extrem und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Es war unfassbar. Let's go. Alter, Martin, Digga. 5-Sterne-Koch, mal gerne den Gegner. Die Angel. Die Angel. Digga, es muss. Die Uncut-Angel, Digga. Für Lyganin. Was kann er? Was spielt er? Ich hoffe, wir wurden nicht gesniped. Das wäre nicht so nice. Solange er kein Giants Geld hat, ist Fischer hinten komplett okay. Och, Junge. Och, Digga. Ich krieg so hart Krankheiten, Junge. Es ist so ein Hardcore, der X-Bomb ist so rotz, Mann. Wahrscheinlich wieder Eisbo. Ich feier es halt einfach nicht so unnötig weggehetzt zu werden. Ich glaube, ich verstehe das so. Das ist halt einfach unnötig. So ein räudiges Deck, das ist so ein Matchup, Digga. Er countet uns so hart, Mann. Ja, die machen auch immer Expo First Play, so. Das ist so ein räudiger Play, holy shit. Was kommt jetzt? Defensive X-Bomb, perfekt, Digga. Perfekt. Kriegt der MN2 jetzt auf dem X-Bomb raus? Ja, MN das. Nicht so nice alles. Das ist tatsächlich alles nicht so nice. Digga, es kann auch keinem Spaß machen, das zuzugucken, oder? Man denkt euch so, boah, Digga, geiles Gameplay, Digga, man lernt so viel. Mein Gefühl sagt, dass er genauso hart Aids bekommt wie ich. Er lockt, zeigt mich halt einfach, holy shit, man. Er nadet und rock, locket wahrscheinlich. Er nadet und lockt, zeigt mich, das ist so nice. Das ist der Eagles. Ich bin der Rocket. Wie nice! Wieso tankt? Leute, oh, wieso tankt das Bug? Jetzt können wir defensive Expo. Alles gerade nicht so nice, wenn ich ehrlich bin. Holy shit.
Perfekt, Digga. Er ist so kacke, Digga. Zeit ist zu löschen. Oh, wir haben Gegner. Was spielt er? Ah, es könnte leider ein Snipe sein. Sind die Bits oder Subs lieber? Also insgesamt würde ich sagen, Subs sind nicer für die Community, aber ich freue mich natürlich über beides. Das ist schon wieder X-Bone, Digga. Holy fuck, Junge. X-Bone ist so unfassbar broken. Tut mal nein. Ja, okay. Das können wir gewinnen. Ist besser als Eisbogen. Ist besser als Eisbogen. Ist halt die Frage, wie gut ist der Typ mit X-Bogen, ne? Nee. Warum hat der Typ Mask? Spielt der Tumor mit Mask? Das ist natürlich nicht so nice. Ein Ritter. Ich werde jetzt einfach loggen. Tubonai mit Ritter Mask. Okay, kriegen wir hin. 60 Subs, Kuss Jungs. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall. Skillies kommen. Okay, gutes Log. Hat er Feuerball? Ja, oder? Fischermann in die Ecke. Ich will keine World Run eigentlich bringen, das wäre nicht so nice. Ich mit Feuerwehr weiterhin. Wir machen einfach das gleiche wie zuvor. Never change your warning system. Okay, wir müssen nächstes Mal Opposite machen. Oder wenn er erstmal sich in den Turm gelümmelt hätte. Was macht er jetzt? Sein Feuerball einfach mal, weil wir eben was machen müssen. Wäre ein wichtiger gekaufter Held gewesen. No. No cap. Wieder ist dran. Ist dran am Turm, WTF? Oh, alles beregelt, schade. Immer rein auf der anderen Seite. Sehen Sie ganz Feuerwehr zeigen, das heißt, wir müssen jetzt smart sein. Der ist dran! War der auch nochmal dran? Und solange der Fischer jetzt kein Auge gemacht und alles nicht irgendwie mit rein sagt. Alter, wir predicten ihn aber auch gerade weg, ne? Holy shit, wir sind gerade der Ehre. Wir nehmen einfach komplett die Ehre gerade. Perfekt.
Der Ehre. Der Ehre. Let's go. Gewonnen. Gutes Game. Sehr, sehr nice. Wir finden Miku. Nee, wer ist das? Wer ist das? Fokus. Wir haben Gegner, Jungs. Nach 10 Jahren suchen. Viel Glück, wer ist er? Ey, es ist doch safe X-Bogen, oder? Ich könnte jetzt schon wieder meinen Dick drauf schwören, dass es X-Bogen ist, Digga. Diese Leute spielen immer X-Bogen. Ne, es ist kein X-Bogen, es ist Royal Giant. Royal Giant Mirror Matchup. Es gibt nice Sachen. Rip Dick. Nee. Was ist das? Skeletons? Och nee, Digga, wir wurden gesniped. Das ist Royal Hawks. Ich glaube, wir wurden gesniped. Also, NBA hat das Deck schon vorher gespielt, du hast es ein Snipe. Nicht so nice. Graveyard? Ich dachte, das ist nicht Royal Hawks? Oder ist es Graveyard? Man weiß es nicht. Wenn es Graveyard ist, ist es okay. Aber wenn es Royal Hawks ist, haben wir ein fettes Problem. Graveyard, okay. Nee, es ist Royal Hawks. Also, ich will ihm jetzt nichts unterstellen. Es kann sein, dass er das Deck for real spielt, aber es kann auch einfach sein, dass wir hardcore gesniped wurden, was nicht so nice ist, weil das Deck hardcore nimmt uns. Weißt du, das haben wir leider so oft verloren. Wir haben es nur einmal gewonnen, weil der Gegner einfach kacke mit Nuss war. Mal schauen. Vielleicht geht hier irgendwas. Trotzdem ist er ein Keck. Das ist ein Hit. Don't ask, underestimate that. Okay, wir müssen mal eine Gina hinbringen. Ich weiß nicht, wie wir das Matchup gewinnen sollen. Das ist wirklich so schwierig. Matchup ist gut, perfekt. Dann sag mir, wie ich durch Barpack Musketier Cycle durchkommen soll. Ja, Defense geht klar. Defense geht klar. Aber durch Barpack Musketier Cycle durchzukommen, ist nicht so nice. Zweiter wäre wichtig gewesen. Nicht so nice alles. Alles gerade nicht so nice. Junge, der Quetschbarpart ist so räudig, Digga. No, Digga. Ja, das verloren, Alter. Schade, Mama, gerade. I'm just
Schade, Jungs. Echt ein Hardcounter leider, da konnten wir nicht viel tun. Ich weiß nicht, ob wir 100% gesniped wurden. Ich weiß nicht, ob wir 100% gesniped wurden, aber es ist schon Hardcounter. Ich würde sagen, dass wir es eigentlich fast perfekt gespielt haben. Kann man nachgucken, ob es ein Snipe war? Leider raus, Jungs. Leider raus, Platz 5 jetzt. Der Typ ist jetzt, der Typ ist auch extrem krass. Ist auch safe ein zweiter Account. Wir haben es gut gespielt, muss man sagen. Er hat es auch nicht schlecht gemacht am Ende, aber diese Quetschbarbe tiltet mich.